Hallo zusammen und willkommen zum neuen Projekt, und zwar Minecraft Mage und nicht Magie. Hi! Perfekt. Alter, krass. Discord, Qualität! Ah, sehr gut. Wenn ein Server abkackt, ist es der. Ich denke mal, erklären wir mal gleich in einer kleineren Runde. Auf jeden Fall, das sind die Leute, die mitmachen. Geile Sache! Und wir sind in drei Städte aufgeteilt und gleich gibt's vielleicht schon auf die Fresse. So, wir sind jetzt zu sechst in der Stadt angekommen. Wir sind Stadtrot, zusammen mit dem Spark. Hi. Der Christina. Der Dynamik. Dem Mats. Genau. Dem Orke Poppy. Hallo. Und dem Debitor. Hallo. Und ja, der hat echt eine Glatze. Nein, ganz Jahres Sommerfrisur, bitte. Ah ja, okay. Und ansonsten sind wir am Start. Jede Stadt hat 9x9 Chunks geclaimed, die sie benutzen können, um zu bauen. Wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dann kann man auch noch mehr claimen. Es ist PvP erlaubt, ähnlich wie in alten Projekten, die es hier gibt. Das heißt, wir können andere Leute kaputt hauen. Es geht größtenteils um Erkunden und Dungeons raiden und Sachen mit Magie zu erforschen. Genau, es gibt keinerlei Technik-Mods. Das ist quasi die größte Änderung zu den anderen Modpacks bis dato. Keine einzige Stromquelle, nur Magie. Genau, und was war noch? Ah ja, die Anleitung ist auch komplett in der, also Regelwerk ist mal diesmal komplett in der Videobeschreibung. Genau. Und auf Deutsch. Jo. Genau. Und auf Deutsch. Und wir versuchen diesmal so ein bisschen zusammenzubauen, glaube ich, so, dass wir nicht sechs Schmieden haben, sondern vielleicht nur eine. Ob es klappt, müssen wir mal gucken, ne? Warum sind die eigentlich in der fucking Wüste? Warum leckt das hier so? Okay. Das hat euch gerade geleckt. Ja, bei mir auch. Bei mir auch, ihr habt ja alle gestanden und dann... Da waren wir überall, oder was? Wow, eine Ziege. Dann nehmen wir gleich den Battle Tower oben und machen den Garden kaputt. Ja klar, und da haben wir keine Aufnahmezeit mehr. Oder? Ja genau, das sollte man auch sagen. Es ist eine Aufnahmepflicht auf dem Server und ist aber so geregelt, dass jeder nur eine bestimmte Zeit pro Woche aufnehmen und streamen darf. Das heißt, jeder Spieler hat nur, sagen wir mal, 260 Minuten oder so. Genau. Und wenn man stirbt, dann werden einem 10 Minuten abgezogen. Das heißt, wenn man die ganze Zeit stirbt, dann ist das natürlich nicht so gut. Ähnlich wie bei einem anderen Projekt früher, da durfte man ja einen Tag nicht hochladen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Oh nein! Ah, danke schön. Toll. Ah, oh, ja, sogar besserer Ping, nice. Ja, super. Oh. Oh, guck mal, wir haben vor den Knochenvorrat hier, Eileen, ne? Und wir kennen die Map eigentlich auch noch nicht, obwohl wir, also wir haben uns nur zu den Punkten geportet, Heiko und ich, und eigentlich nur Heiko. Ich hab nichts gemacht. Heiko, guck mal da unten in der Höhle rein, guck mal bitte. Wo? Oder Christina, guck mal da unten. Hier, wo ich bin, guck mal hier. In seinen Keller? Vielleicht zur Grundstücke. Einmal guck ich da auch an, um zu zeigen. Einfach random durcheinander. Nee. Hier ist der an die Kante. Oh, schade. Kann man nicht machen, wir wollen, oder? Ich glaube, man kann einfach random irgendwo bauen, ne? Ja, okay. Ich meine, das Schöne ist ja... Ich hätte gedacht, dass wir auch hier so ein kleines Stadtzentrum machen, wenn du halt meintest mit Schmieden oder so, dass einfach eine insgesamt im Stadtzentrum so bauen, dass die jeder benutzen kann oder sowas. Ja, stimmt, das würde auf jeden Fall Sinn machen. So eine Art Marktplatz oder sowas auch, ne? Ja, genau. Ja, das können wir ja ganz gerne mit einbauen, das ist ja ganz cool. Oh. Also ich fände es sowieso schön, bei diesem Hero-Projekt damals, da gab es ja dann auch so eine Stadt, die sich halt entwickelt hat. Mit verschiedenen Häusern, verschiedenen Orten. Okay. Ja, ich glaube schon. Muss erstmal super viel entdecken. Ich habe gar nicht so viele Magie-Mods im Kopf. Den Ice and Fire, den kenne ich noch. Den habe ich kürzlich, glaube ich, mal eine Mod-Vorstellung gemacht. Das war der mit den Drachen und allem Möglichen. Aber ich bin fortgeschritten. Bitte? Ich bin fortgeschritten. Ach, Stone Age, okay. Ich bin schon im Steinzeitalter, ja. Ja, aber es sind auch ziemlich viele neue Mods mit drauf, die man noch nicht so kennt. Also ich glaube, das Einzige, was man wirklich kennt, ist Botania und Blood Magic. Ja, genau, richtig. Genau, das Baugebiet über die geclaimten Chunks mal kurz gucken. Das geht noch ein bisschen mit ins Grüne. Ne, nicht wirklich. Wir sind nur. Obwohl, letztes Mal war die Wüstenstadt eigentlich ganz cool. In diesem anderen Projekt. Aber ich habe Autojump an, Mann. Da war ich nicht dabei in diesem anderen Projekt. Ach, stimmt. Dann ist das neu für dich. Ja. In dem Tower hier oben ist gar nichts. Bist du echt schon oben? Der ist leer. Ja. Verarsche, beschwer dich. Gleich zurückgeben die Karte hier, komm. Oh, aber das war was anderes. Oh, ich bin schon fast irgendwas zischt raus hier, aber. Lol. Au! 9 Chunks sind gar nicht mal so groß, ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Die sind schon handlich. Er sagt, hier ist nichts. Mich greift hier gerade so eine hässliche Spinne an.
Ich renne ihm auch noch hinterher, ne? Stopp doch jetzt mal, Mann! Warum sind so sechs hier in einer Gruppe und es ist so ruhig, was geht ab? Das ist eigentlich ganz cool, weil die Chaoten sind ja in anderen Gruppen. Genau. Die Schreiviecher. Heiko, kannst du mir da mal erklären, was ist denn für eine Entschuldigung. Was denn? Ich habe nur Iron Cluster bekommen, was mache ich denn damit? Ja. Oh, fuck, und sie kommt doch. In der Kathedrale war auch nichts. Oh, oh, ich gehe lieber. Tschüss. Heiko, hast du die Mobs doch angemacht? Ja. Ja. Ja, da hat er. Auf jeden Fall eben welche da. Ah, okay. Ich meine auch die Battlestar. Ganz ein Achievements im Chat. Kannst du mal reingucken. Komm, wir spielen jetzt Captive Magecraft. Sag mal, eine Ziege oder was bist du? Hallo? Ah, Ziegen hatte ich auch gesehen. Es gibt auch eine Ziege. Super viele neue Tiere. Hippogreife, Ziegen, Hunde. Neues Essen. Aber die droppen nichts. Christina kocht. Ich bin dabei. Der Ofen ist schon heiß. Ah, geil. Ist das ein Pseudonym für irgendwas, oder? Nee. Okay, dann, dann ist okay. Heute ist ein neuer Snapshot rausgekommen. Seit neuestem gibt es Seegurken in Minecraft. Oh. Echt? Aua. Yep. Ich wollte schon immer eine Seegurke haben. Ja. Hallo. Weißt du, wie früher, die konnten keine Tür... Oh, hier sind Hamster, lol. Nee, ich bin tot. Nein. Ja. Heißt das jetzt 10 Minuten Zeitabzug oder? Jetzt noch nicht, ab Montag. Geht das also ich kann die respawnen, ja? Ja, respawn kannst du mal. Ja, nachher ist halt von deiner Gesamtzeit von der Woche. Und wenn ich halt hab einen Schlüssel. Hast, du hast einen Schlüssel, darf ich mal haben? Darf ich mal sehen? Achso, übrigens, wenn ihr einen Spieler tötet, dann dürft ihr das Grab looten. Und ihr könnt es auch looten, wenn ihr die Leute. Ah, okay. Läuft aber ein bisschen nicht so geschmeidig gerade, der Server, ne? Nee, ich muss alles doppelt abbauen. Wahrscheinlich, weil viele noch jetzt am Erkunden sind und... War nicht auch Barbaro damals mit den Achievements derzeit, dass deswegen direkt... Ja, stimmt, hast recht. Vielleicht ist das hier jetzt auch... Current location is spawn, selector destination spawn. What? Ja. Es gibt aber gar keine Achievements mehr. Es gibt noch Ach, du kannst dich nicht mehr herporten, ne? Ich kann nicht mehr nach Hause. Ach nee, ihr habt den ja abgebaut. Ja, genau. Ja, dann lauf mal zurück, ne? Gut, ich würde sagen, Projekt ist bei mir dann vorbei. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Soll ich mal die Sonne eigentlich wieder anmachen? Denke schon, oder? Ah, den muss ich jetzt so weit laufen. Ihr tickt doch nicht ganz richtig. Nee, warte, ich glaube, ich porte dich gleich mal. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Sind aber nur die Ärzte sind aber schön sparsam hier verteilt, kann das sein? Das kann sein. So, Sonne und läuft. Und auch Agricraft hinzugefügt. Ah ja, schwebt stimmt, da genau. Da oben ein Schloss, da schwebt ein Schloss. Ja, da wohne ich jetzt. Egal, was ihr da findet, so. Erstmal meins. Normal wär's ja du das und gehst dann da rein und hast dann lauter Kisten, ne? Stimmt, ich bin komplett equipped. Oh, war so knapp. Aber die spawnen jetzt nicht fünf Darf ich hier im Spawn was abbauen? So Holz oder sowas? Ich backen wieder zurück, nachdem ich es abgebaut habe. Ich glaube, am World Spawn kannst du nichts abbauen. Ja, ich bin dann am World Spawn, ich bin bei uns. Warte, du bist gestorben, Poppy, ne? Ja. Warte. Bei uns kannst du alles abbauen. Nur die Gegner können halt nichts abbauen, aber auf die Fresse kommen können die. Hallo. Du bist Hallo, nice. Danke. By the way, so eine Art Safe-Raum wäre auch nicht schlecht, wenn man mal überfallen wird und keinen Bock da drauf hat. Was bin ich? Ich bin Geist? Ja, du bist genau tatsächlich. Geist mit einem Riesenschwert auf dem Rücken. Ja, bei uns kann ja keiner was abbauen hier, wenn wir in unserer Stadt sind, sozusagen, außer aus dem eigenen Team. Ah. Ja, genau. Ja. Aber man kann ja locker in die Tür reinlaufen, oder? Aber schlagen kannst du mich, oder was? Ja. Wie geil. Ich bin ein Geist, aber ich kann geschlagen werden. Oh. Haben wir auch Deko-Craft drauf? Jo. Hab ich schon gesehen. Oh, scheiße. Der Gang ist super gefährlich, wo ich hier bin. Hier ist eine komplette Sanddecke drin. Okay, ich kann es nicht lassen. Oh. Ich hab voll viel Hunger. Ah, lol. Bin ich jetzt wieder sichtbar? Aber immer noch nicht die geclaimten Chunks. Ja. Irgendwie. Nee, du bist immer noch unsichtbar. Lol. Ich habe noch keine einzige Erz gefunden und habe schon eine ganze Steinspitzhacke verbraten. Okay. Ah ja, Erze sind ausgeschaltet. Die musst du dir... Ja. Du musst den Gott anbeten für den Magiegott der Erze. Ich meine, was zu essen? Mein Stuff habe ich. Ich habe im Singleplayer so eine Art Dungeon gefunden, wo unendlich Erze drin waren. Da war also Erz in der Mitte zwischen zwei so Steinen und wenn du das abgebaut hast, kommt immer wieder Neues und Neues und Neues und Neues. Hat nie aufgehört. Das suchst du jetzt. Astro Sorcery. Das gibt eine
Hast du immer wieder eine Chance, was rauszubekommen? Aber ich muss ja einsammeln jetzt hier, ne? Ich bin noch Magnet gewohnt, ey. Das ist eine Scheiße. Gibt's hier Magneten? Bestimmt. Kannst du mir auch einen bauen, wenn du dabei bist gerade? Ja, noch nicht. Kannst du zweimal machen, wenn du sowieso schon machst gerade? Ich könnte es ja aus einem anderen Projekt mitnehmen, wie ich es mache. So. So, ich habe ein bisschen Sand. Braucht noch einer Sand? Ne, ich habe Eisen equipped. Reicht. Gibt es generell nur Gemeinschaftskisten oder darf sich jeder irgendwie was Eigenes sichern mit einem Schild? Nee, ich glaube, jeder kann sich was Eigenes sichern. Man muss ja nicht zwangsläufig alles zusammen machen. Ist halt nur vielleicht für die erste Folge ganz interessant und dann kann man ja gucken, wie es gerade passt. Jo. Was macht der Mats denn im Wasser? Freischwimmer. Oder Seepferdchen. Kann ich dir irgendwie helfen, Mats? Oh, geil. Guck mal, der ist die ganze Zeit gemutet und weiß da, glaube ich, nichts. Mats? Hallo? Ah, der hat schon über der Anmord nichts gesagt, ne? Ich habe mir schon. Stimmt, er ist gleich auf Bedrock Level, hat immer noch kein Erz gefunden. Oh, ich glaube, ich gehe da hinten mal nach Essen suchen. Aber er lacht zumindest schon mal, okay. Hörst du sein Grinsen? Brot, ja. Übrigens, wenn ihr euch ausgewogen ernährt, dann kriegt ihr Buffs. Was also, denn, kriegt man Buffs? Wie in Real Life meinst du, ne? Genau. Klappt aber auch nicht, scheiße. Dann müsste man ja, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt, eher dick werden. Dann passt du nicht mehr durch so einen Einmal-Ein-Tunnel durch. Genau, das wäre cool. Das wäre geil. Gibt es so eine Mod? Können wir die noch drauf machen? Wenn du wenig läufst und immer nur zu Hause bist. Immer noch am Rechner sitzt und zockst. Lol. Ich habe so einen Zombie-Augapfel bekommen. Das sieht eklig aus. Haben wir denn jetzt schon irgendwas, wo man Essen holen kann? So? Wir haben ein Boot. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe Dias gefunden, aber ich habe kein Eisen, um die abzubauen. Oh. Also ich habe eine Eisenspitzhacke. Wir können teilen. Okay, kein gutes Ding. Wer hat denn hier Essen? Oh, lol. In der Kiste liegt ein bisschen. Ich bin gerade auf der Suche danach. Wo ist denn eine Kiste? Bei den Knochendingern. Wo ist denn Knochen? Wo bist du? Ist die Frage. Removen. So. Sind diese Cluster gleichwertig wie so ein Ingot, wenn du genau. Schmilzt? Oder weniger? Okay. Hab mich gerade auch gewundert, was das war, aber. Heiko sagt ja nichts, was er hier reinmacht. Nee. Ich weiß selber nicht, was ich hier reingemacht habe. Einfach alles wieder zugeschmissen. Modlist 1.12. Installieren bitte. Ah, guck mal. Hast du was zu essen? Hallo? Hallo? Ah, hi, na, da ist er. Ja, das ist der Mats. Er lebt. Steht auf. Hallo. Willkommen. Achso, Mats spielt im Übrigen auch mit. Warum reagiert keiner auf meine grandiosen Vorschläge? Und warum lacht keiner über meine Witze? Alle okay, das war nicht neu. Warum macht's Bumm? Das war nur so. Achso. Guck mal, was getestet. Ja, nimm mit. Aktiviere die Mitpunkte. Also ich bin schon mal so Richtung erste Stadtschmiede unterwegs. Ich habe gerade eine Stelle im Fluss gefunden, wo ich Clay farme. Ah, sehr gut. Bisschen Kies habe ich, also ich denke, Sand ist nicht das Problem. Kies und Sand habe ich schon in die Kiste umgelegt. Kann ich hier so ein Pferd essen? Oder lassen wir die am Leben? Pferdewurst ist lecker. Lol, eine Spalte. Okay. Jetzt auch nicht, da läuft eine Lasagne. Oh, ist da eine? Oh, ein Schokobo. Oh. Nimm mit. Ist er noch drauf? So, wie war das mal beim Schokobo? Mal gucken, ob wir eine Antwort kriegen. Dieser Green. Musst du ihm geben. Oder wie das heißt. Gisal, oder? Ja, Gisal. Ah, okay. Habe ich doch eben schon gesagt. Nein, habe ich nicht. Genau. Also gerade schon komplett erklärt, ne, die Modifikation. Ich glaube, wenn man unter. Voll nebelig bei mir. Ist das ja, bei mir auch. Ich glaube, wenn man unter. Oder so, irgendwie sowas. Da kam noch irgendwie so ein komisches Vieh angeschwebt, ne? War das nicht so? Okay.
Gleich wird es auch dunkel, by the way, ne? Dann kommt vielleicht ein paar. Oder wird es einfach nur dunkel? Gibt es eigentlich eine. Ein paar gehen schlafen und es wird wieder Tagmob? Oder eher nicht? Ist ein bisschen nebelig irgendwie, ne? Ja. Regnet's? Ne, ich glaube, die gibt es nicht, oder? Die Schlafmod? Doch, die ist drauf. Echt? Oh. Natürlich. Oh Mann. Keiner mehr gewohnt, ne? Das Modpack hat ja auch Heiko gebaut. Oh. Ja, komm, das andere entwickelt sich gerade noch. Mal gucken, ob das so gut ist, wenn die ersten Megabox auftreten, dann hat das Peter gemacht. Ne. Okay. Aber ich wäre jetzt schon so weit, dass ich die erste Folge beenden wollen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch jetzt steht. Jetzt schon? Jetzt? Ich habe doch gerade erstmal die Dias gekriegt. Ja, okay, ein paar Minuten haben wir noch. So ist es ja nicht. Es ist noch nicht mal 8. Wir können die erste Folge auch ein paar Minuten länger machen, weil hier gibt es bei jedem coole Sachen zu sehen. Ja, das stimmt. Vor allem gut, dass die anderen, die mit dem Projekt mitmachen, das nicht wissen. Die erste Folge ist okay, wenn es ein bisschen länger geht. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Todesregel erst ab Montag, das wissen die anderen jetzt auch nicht. Die erste Folge wird eher meistens geschaut, die Folgen danach nicht mehr so. Stimmt. Gibt Botstein. Und vor allem, ich habe First Blood, also muss man auch sagen. Ich habe Harsh and Soul Ingots. Hab ich auch. Kann ich die mal sehen, Mats? Dann kann ich mir was bauen. Oh, nee, Quatsch. Ja, komm her. Jetzt, ich glaube, ich will damit eh nichts machen. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich sind die dann gebunden und ich kann nichts mehr anderes anziehen. Aber Ärzte und so sind hier aktiviert, ja? Ja, ich habe schon vorhin welche gebraucht. Hat einer irgendwie Cobblestone zufällig gerade über? Ja, sind die Drachen friedlich oder böse? Die sind böse. Die sind böse eigentlich in der Regel. Und dann gehe ich dann lieber weg. Aber... Okay, 3 Cobblestone, gut. Ich fand das nicht dein Ernst. Ich glaube, die zerreißen übelst. Es gibt auch unterirdische Höhlen mit Drachen drin und die haben es richtig drauf. Kann ich den oben schaffen? Nicht, von, nee, niemals. Diese unterirdischen Höhlen sind auch von Erzenart umgeben. Also da kann man ordentlich was abfarmen. Ah, okay. Jo. Und da liegen auch Schätze überall rum, so Gold auf dem Boden verteilt. Ja. Mit mir. Oh. Kannst du abbauen und hast dann Nuggets. Sagt er Bescheid, wenn er die mal findet? Ja, aber erst muss den Drachen fertig machen, weil der ist ein bisschen, anstrengend. Wobei die auch, also wenn das irgendwie so in so einer Wand, Felswand ist oder so, dieses Drachennest, dann buggen die auch ganz gerne mal rum. Ah, okay. Dann gucken die so gegen die Wand und dann kannst du von hinten erschlagen. Nee, das zählt nicht. Dann kriegst du 40 Minuten abgezogen. Alter, wie lange muss ich denn die Ananas hier essen, bis die mal drin ist? Ah, jetzt hat geleckt. Ich glaube, von den Drachen in den Höhlen, da kriegst du dann auch irgendwie Eier. Ich weiß nicht, ob das nur da die hergab. Ich glaube schon. Oh, komm, nee, die Eier gibt es von Drachen, die einfach eine gewisse Größe haben. Okay, gut, weil ich habe die nur aus diesen Höhlen da gesehen, die oben auf der Oberfläche, die Drachen, die hatten irgendwie keine gegeben. Und dann kann man sich einen eigenen Drachen züchten, den kannst du richtig, richtig groß machen. Also, dass der Spieler so groß ist wie gerade mal der Kopf von ihm hoch und du kannst mit ihm rumfliegen, alles Mögliche. Oh, krass. Also es ist halt auch zum Fliegen ganz gut geeignet. Jetzt werde ich mal noch Nebel. Ziel Nummer 1. Der Nebel ist schon nervig irgendwo, ne? Nervt übertrieben. So dezent. Bisschen. Auch nur ein bisschen. Minimal. Ich bin gerade in einem fliegenden, brennenden Turm. Ist das schlimm? Nein, alles richtig so. Okay, dann gehe ich mal weiter hoch. Wo war ich denn? Hier. Wie weit ist unsere Schmiede eigentlich? Wie weit ist unsere Schmiede eigentlich? Können wir schon Shurikens machen? Ja, ne? Wir haben 3 Seer Tricks. Oh, ja, nice. Reicht das denn jetzt? War die falsche Antwort, Mats. Wieso? Das war genau die richtige Antwort. Wie weit? Genau. Ja, 3 Seer Tricks halt. Ah, okay. Ah, Zinn. Ah, immerhin. Ja, Folge 1 halt so ein bisschen Materialien sammeln. Ich meine, das ist, denke ich mal, Standard. Aber ich meine, ich finde es halt schön, dass es halt mal ein Modpack ist, wo kein Strom da ist, weißt du? Ja, dafür... Dann hast du dich noch nicht mit Embers Chakramana, was auch immer. Ja gut, das ist Blätterquarz gefunden. Oh, hast du ein Eisenschwert gefunden? Warum sind hier Itemframes auf dem Ofen? Oh, sorry. Habe ich dann gemacht. So, ja gut, ich dachte, wäre vielleicht irgendwie... Bug? Gibt's hier wieder nur 10. Wie weit sind eigentlich die anderen Städte von hier weg? 1000 bis in die Mitte, oder? Und dann nochmal 1000 bis zur Stadt.
Genau, sie ist ungefähr also 2000 Blöcke entfernt von. Ja, genau. Waren schon so einige. Was ist das da? Oh, das sind ganz schön Stückchen. Nee, nee, also alle Städte sind 1000 voneinander ja, entfernt und 1000 von der Mitte entfernt. Ah, okay, gut. Achso, lol. Wie geht das denn auf? Mathematik. Okay. Nein! Jetzt habe ich endlich Eisen gefunden und jetzt geht die Hacke kaputt. Scheiße. Mann. Ey, dieser Kacktower, der hat, kann ja gar nichts. Bin jetzt hier hochgekrabbelt? Es kann nicht wieder hoch, das ist nicht dein Ernst, ne? Es kann nicht wieder hochgehen. Ich wohne hier in dem Tower. Sollen wir rübergehen, auf die Fresse hauen? Direkt in der ersten Folge. Keine Zeit verlieren. Aua. Gleich mal ein Zeichen setzen, ne? Genau, zeigen, wo, wo lang geht. Ja, und die Monster können auch Buffs haben, by the way, ne? Das ist auch richtig krass. Ja, so Rare Mobs, ne? Ja, genau, ich hab gerade einen. Dann kommt wieder. Boah, ist gerade Nebel? Ist gerade Nebel draußen. Oh. Ja. Aber richtig, hier knallt's. Mich verkloppt gerade ein Eichhörnchen. Das ist toll. Don't fuck with squirrels, Peter. Oh. What I do, don't fuck with squirrels, boy. Hm. Wir müssen noch Bäume, ich brauch ein bisschen Holz. Peter. Ja. Wolltest du nicht jetzt langsam mal beenden? Achso, soll ich mal beenden? Nein, die erste Folge geht Watchtime. Oh nein! Ich bin gleich tot! Das ist doch ein gutes. Beend doch schnell! No! Hä? Also ich bin nicht ertrunken. Okay, also ich würde mal sagen. Ich war nicht unter Wasser. Ich war nicht unter Wasser. Das war ein Mob. Nee, das war ein, wollte ich gerade sagen, ist ein Mob, der lässt sich ertrinken. Ja, das war wirklich einer. Jetzt habe ich einen Schlüssel für meinen Grabstein und bin am Anfang. Ich gucke halt mal durch, was also, gibt. Also und weißt du, was geil ist? Du kommst ja nicht in deine Stadt. Oh nein! Noch nicht. Noch nicht. Nachdem aber wird gebackt. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Guckt in die Videobeschreibung. Da ist alles Mögliche verlinkt. Wie alle Teilnehmer, das Modpack, das Regelwerk und noch ganz viele andere Sachen. Bestimmt auch Merch von allen Leuten, die hier dabei sind. Und guckt bei den anderen. Daumen hoch. Bis zum nächsten Part. Tschüss. 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 Aber ich muss ja eingeloggt bleiben. Ne? Man muss das ja sehen können. Ja, disconnect.